Willst du heute mal das Intro machen? Ja. Dann sag mal. Hey Leute und herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. One, two, three! Wir sind heute bei einem ganz anderen Hintergrund, nämlich in Vichys Zimmer. Ja, und ich habe schon für Halloween dekoriert. Ja, das sieht man jetzt da gar nicht. Wir zeigen es auf jeden Fall auch in der Morgenroutine noch. Und ja, genau, wir dachten heute, wir filmen mal eine Morgenroutine. Teen versus Kid. Also sie ist ja eigentlich 11. Du bist ja eigentlich gar kein richtiges Kind mehr. Also doch schon. Aber ja, auf jeden Fall dachten wir uns, wir drehen das, weil das haben sich so viele gewünscht. Und genau, wir hoffen mal, dass euch das Video gefällt. Das war, glaube ich, eines der aufwendigsten Videos, die ich je gedreht habe. Aber es hat voll Spaß gemacht, ne? Ja. Wir haben richtig viel gelacht. Und genau, wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gefällt. Und dann würden wir auch mal sagen, los geht's. Ja. Und es ist übrigens eine Schul-Edition, also wenn Schule ist. Ja, genau. Okay, jetzt geht's ja wirklich los. Also mein Papa kommt jeden Morgen um 6.30 Uhr in mein Zimmer und weckt mich auf. Und da kann man auch nochmal meine Halloween-Deko sehen. Und ja, da liege ich im Bett sehr verschlafen. Ja, da sieht man meine Spinnenweben, die ich da aufgehängt habe. Dann bin ich zu meinem Schrank gelaufen und habe meine Klamotten rausgeholt. Das sieht man hier. Dann bin ich auch ins Bad gelaufen und habe mich noch umgezogen. So Leute, mein Wecker hat gerade zum zweiten Mal geklingelt, weil ich stelle mir immer zwei Wecker morgens. Einen um 10 vor 6 und dann einen um 6. Und ich muss jetzt aufstehen. Ich bin dann auf jeden Fall erstmal aufgestanden, habe den Rollladen hochgelassen, habe meine Lichterkette angemacht und dann bin ich auch schon zu meinem Schrank gegangen, habe mir ein Outfit für den Schultag halt rausgelegt. Das mache ich meistens morgens, weil ich abends zu faul bin, aber es wäre besser, wenn ich das abends schon machen würde. Und hier habe ich mir noch einen Pulli rausgesucht von meiner Kleiderstange und genau, dann habe ich auch noch mein Bett gemacht und dann habe ich mich auf den Weg ins Bad gemacht, weil ich mich da immer so anfange, fertig zu machen. Also ich benutze diesen Gesichtsschaum von Sebamed und ich nehme jetzt diesen Waschlappen und mache ihn jetzt erstmal nass. So, jetzt ist er so ganz nass und ich drücke den einmal aus und jetzt wasche ich mein Gesicht damit. Jetzt fühle ich mich irgendwie wie die Kathi. Okay, jetzt mache ich den Gesichtsschaum so in mein Gesicht. Ab. Und jetzt bin ich fertig mit meinem Gesicht. Und jetzt mache ich mir noch meine Haare. So Leute, ich bin jetzt fertig mit meinen Haaren und jetzt gehe ich in die Küche und mache mein Frühstück. So Leute, ich habe mich jetzt schon umgezogen. Ich habe jetzt mein Outfit an und ich kämme mir noch so gerade ein bisschen meine Haare durch. Meine Kontaktlinsen habe ich auch schon reingemacht. Ich kann die euch ja mal zeigen, wie die aussehen. Ja, also die habe ich jetzt halt schon reingemacht. Ich habe vergessen, es mit zu filmen. Und zwar sehen die so aus und ich habe halt zwei verschiedene. Also ich habe auf beiden Augen eine andere Stärke und da habe ich die jetzt schon reingemacht. Und ja, als nächstes werde ich jetzt was frühstücken gehen. Und danach werde ich in mein Zimmer gehen und mich dort so ein bisschen schminken für die Schule. Also ich mache eigentlich nicht viel, ich mache nur meine Augenbrauen. Und mein Wimpern, weil mehr mache ich nicht und für mehr habe ich auch gar nicht Zeit morgens. Genau. Genau, dann bin ich in mein Zimmer gegangen, habe mich an meinen Schminktisch gesetzt und habe mich halt so ein bisschen fertig gemacht. Das habe ich euch aber auch schon mal in meiner ausführlichen Morgenroutine gezeigt. Also da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr das nochmal ein bisschen ausführlich sehen wollt. Jetzt bin ich in die Küche gegangen und habe mir mein Frühstück rausgetan. Und ich esse morgens meistens immer solche kleinen Müslis, die gibt es immer in solchen Packs drin. Und manchmal esse ich auch das Müsli von der Kathi, aber heute habe ich mich mal für dieses Müsli entschieden.
sieht man jetzt, wie ich meine Brotdose einpacke. Und da sieht man meinen Ranzen. Und übrigens, weil viele gefragt haben, ich gehe in die 6. Klasse auf ein Gymnasium. Und dann habe ich noch kontrolliert, ob ich alles drinne habe. Und dann habe ich noch mein Handy eingepackt. Eigentlich packe ich meinen Ranzen immer schon am Vortag, weil morgens habe ich irgendwie nie Lust dazu. Aber ich kontrolliere dann nochmal, ob ich alles drin habe. Und wenn was fehlt, tue ich es dann noch schnell rein. So Leute, ich habe mich jetzt fertig gemacht und ich muss jetzt noch gucken, ob ich alles in meinem Ranzen drin habe. Ich versuche, also in meinem Ranzen, was heißt Ranzen, in meinem Rucksack. Ich versuche nämlich immer schon am Vortag zu packen. Manchmal schaffe ich das aber nicht, weil ich einfach keine Zeit habe. Aber der müsste eigentlich schon gepackt sein. Ich gucke einfach nochmal drüber und ich muss noch mein iPad einpacken, weil das ja fertig aufgeladen hat jetzt. Und genau, dann noch mein Essen einpacken. Aber sonst habe ich eigentlich alles, dann muss ich auch schon bald loslaufen, weil ich muss ja auch die Bahn um 7.15 Uhr nehmen. Dann habe ich aber auch erstmal gefrühstückt und ich frühstücke morgens auch meistens ein Müsli oder ein Brot und heute habe ich mal ein Brötchen gefrühstückt mit Marmelade einfach und genau. Also ich habe euch ja meinen Schulrucksack schon mal öfter gezeigt, der liegt jetzt hier so platt gedrückt. Ich habe da schon meinen Ordner und alles drin und jetzt packe ich noch mein iPad ein. Ich muss es aber noch so zumachen. So, die Hülle ist ein bisschen dreckig. Ich werde mir wahrscheinlich bald wieder eine neue holen, weil das sieht so blöd aus sonst. So, und das kommt jetzt noch hier rein. Mein Mäppchen und alles habe ich schon drin und ich mache den jetzt noch zu. Meinen Ranzen in den Flur gestellt und habe mir meine Schuhe geholt und sie dann noch angezogen. Und dann habe ich mir noch eine Jacke angezogen, weil es draußen mittlerweile richtig kalt ist. Losgehen und ich gebe euch noch einen kurzen Outfit-Check. Die Hose ist von H&M, die Jacke, also die hier auch, diese Jacke ist von Tommy Hilfiger und ja, ab hier Leute. Ich werde jetzt gleich loslaufen, es ist nämlich schon fast 7 Uhr und um 7.15 Uhr fährt meine Bahn und die Kati nimmt die gleiche Bahn wie ich und ich treffe mich noch vorher mit ein paar Freunden und manchmal rollern wir auch, aber heute laufen wir. Also ich mache jetzt mal so einen kleinen Outfit-Check. Ich habe auch schon Schuhe angezogen und zwar habe ich einmal diese Hose an, die ist von Subtute, die passt richtig gut. Also die passt auch oben voll gut, deshalb liebe ich diese Hose. Dann habe ich den Pulli an, der ist auch von Subtute. Ich weiß gerade nicht, welche Größe. Ich glaube, das ist alles eine Größe. Ich bin mir gerade nicht sicher und mein Bett sieht ein bisschen unordentlich aus, nicht beachten. Genau, ich ziehe dann gleich auch noch meine Jacke an und da muss ich, wie gesagt, auch schon loslaufen. Genau. So Leute, ich werde jetzt gleich loslaufen, aber ich werde mir hier noch dieses Stirnband aufziehen, weil es ist nämlich draußen ziemlich kalt. So, jetzt bin ich fertig, jetzt können wir loslaufen. Dann habe ich meinen Ranzen geholt und aufgesetzt und dann bin ich auch schon losgelaufen. Es war nämlich schon 7 Uhr und um 7:15 fährt meine Bahn. Und ja. So Leute, also ich habe jetzt alles an meinem Rucksack und das und ich werde jetzt loslaufen. Hier seht ihr nochmal mein komplettes Outfit. Meine Haare hängen mal wieder überall. Also ich habe die Jacke an, die ist ein bisschen groß, aber ich mag die voll. Und dann noch mein Rucksack und genau, jetzt geht's los zur Schule. Das ist auch schon mit unserem YouTube-Video. Wir hoffen mal sehr, dass es euch gefallen hat. Es war, wie gesagt, übelst aufwendig. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert und auf Instagram vorbeischaut und auf TikTok. genau, willst du noch irgendwas sagen? Nee.
Ja gut, dann würde ich das Video jetzt beenden. Also dann, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Machst du die Kamera zu? Richtig zu. Ja. Super.